Ein Baum hat in der Trierer Innenstadt am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr einen Menschen erschlagen. 18 weitere Passanten, darunter nach Angaben der Stadtverwaltung mehrere Schüler, wurden verletzt. Ein Passant sei von einem peitschenden Ast am Fuß getroffen und verletzt worden. Die übrigen Verletzten erlitten laut der Feuerwehr in Trier Schocks und mussten notärztlich versorgt werden. Die Identität des Toten stand am Nachmittag nach Behördenangaben noch nicht fest. Dieser sei als einziger vom Stamm des Baumes getroffen worden. Der Ort des Unglücks, die Wilhelm-Rautenstrauch-Straße, war am Nachmittag immer noch abgesperrt. Die Leiche lag abgedeckt unter dem Baum. Arbeiter der Stadtwerke sollten den Baum am Abend zersägen. Dafür muss er gesichert werden, da Stamm und große Äste unter Spannung stehen und weitere Menschen verletzen könnten, wie es bei der Stadt weiter hieß. Wegen des umgestürzten Baumes ermittelt nun die Spurensicherungsabteilung der Polizei. Die Staatsanwaltschaft in Trier hat einen Gutachter bestellt, der die Ursache des Umsturzes feststellen soll. Der Baum ist im Besitz der Stadt. Die Stadtverwaltung ist für den Zustand und die Pflege der Bäume zuständig.